141,7 Kilometer haben die Pockau-Lengefelder am 27. August beim Envia-Städtewettbewerb erradelt. Eingebettet in das Stadtfest machte die Tour des Energieversorgers in der Bergstadt Station. Ja, für die Kommunen, die machen das natürlich nicht ganz ohne Antrieb, da springt auch was dabei raus. Aber selbstverständlich, also das soll ja auch so sein und wir machen den Wettbewerb als Wettbewerb zwischen Städten, Gemeinden. Dieses Jahr sind da insgesamt 23 Starter und das ist eigentlich das Schöne dabei, dass keiner leer ausgeht, sondern für jeden gefahrenen Kilometer werden prinzipiell erstmal 4 Euro ausgelobt und die ersten 5 Plätze bekommen dann eine Sonderprämie. Das geht vom ersten Platz mit 8.000 Euro bis zum 5. Platz mit 2.500 Euro. Und was noch ein bisschen oben drauf kommt, wir haben auch noch einen Bürgermeisterwettbewerb. Das heißt also, der Bürgermeister hat eine Woche vor dem Event die Möglichkeit, mit einem E-Bike Kilometer zu strampeln. Und das Ziel sind da 100 Kilometer. Und pro gefahrenen Kilometer gibt es ja auch 4 Euro, ist allerdings dann bei 400 Euro gedeckelt. Das heißt also, er kann zwar fahren so viele Kilometer, wie er möchte, aber es gibt maximal die 400 Euro. Ja, und im Endeffekt die erradelten Kilometer mal 4 Euro oder auch die feste Summe wird dann aufgeteilt auf die entsprechenden Projekte, die im Vorfeld angegeben werden mussten. So, jetzt 10 Minuten Zeit. Ingolf Wappler, für einen Bürgermeister Ehrensache, hier beim Städtewettbewerb mitzumachen? Auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht zum ersten Mal. Vor 7 Jahren war der Wettbewerb schon mal bei uns. Deswegen wusste ich auch schon, wie es funktioniert. Aber wir haben dann das Radfahren für Sie eine neue Erfahrung oder sind Sie im Training? Also ich fahre zwar nicht regelmäßig, jeden Tag, aber ich fahre häufig, vor allem am Wochenende. Fahr in Sachsen auf Radwegen und deswegen brauche ich da nicht trainieren. Hier sind's noch ungefähr, jetzt gibt es bei dem Wettbewerb für die Stadt Pockau-Lengefeld noch so einen kleinen Zusatz, den die Bürgermeister stemmen können. Haben Sie sich da auch ins Zeug gelegt? Heißt also in 2 Minuten? Ja, ich hatte also eine Woche ein E-Bike zur Verfügung gestellt bekommen und musste da mindestens 100 Kilometer damit fahren. Das habe ich auch gemacht. Und ist das eine Alternative, um zur Arbeit zu fahren, um kurze Wege zu bewältigen? Auf jeden Fall. Es ist auch ein ziemlich leistungsstarkes Rad. Es gibt eine starke Unterstützung am Berg. Aber was natürlich ein Problem ist, ist schlechtes Wetter. Also Winter und starker Regen würde mich natürlich ein bisschen abhalten davon. Deswegen ist es keine Alternative ganzjährig zum Auto. Aber ansonsten bei Schönwetter auf jeden Fall. Im Nahbereich bis 20 Kilometer kann ich es nur empfehlen. Die Bürgermeister-Challenge mit dem E-Bike wurde also erfüllt. Und so konnte am Nachmittag auch ein Scheck über 400 Euro überreicht werden. Passend zum Stadtfest nahm diesen Maskottchen Aras entgegen und sorgt mit prüfendem Blick sicherlich auch für die korrekte Verwendung der Mittel. Insgesamt belegt Pockau-Lengefeld im Ranking der 22 teilnehmenden Kommunen derzeit Platz 13. Und damit gibt es 4 Euro für jeden gefahrenen Kilometer, was am Ende Vereinen der Stadt zugutekommen wird.